Hallo liebe Besucher der Denkreisen. Das hier ist mal etwas ganz anderes, denn wenn es um Form geht, mache ich es mir bei YouTube besonders schwer, indem ich teilweise Videos herstelle, die eine durchaus aufwendige Vorarbeit von Tagen, wenn nicht sogar Wochen beinhalten. Umgekehrt, wenn es zum Beispiel um den ideologischen Zeitgeist der Gegenwart geht, mache ich es mir besonders einfach, indem ich mich vorzugsweise davor drücke. Ich fliehe dann lieber in Themenbereiche, die 1000 oder 2000 Jahre her sind. Hier will ich all das genau umgekehrt machen. Diese Reihe soll wenig vorbereitet sein und deshalb deutlich leichtsinniger anmuten, dafür aber leichter in der Herstellung sein. Wir werden sehen, wohin das führt. Das Konzept ist einfach, denn ich lese viele Essays und Artikel und Blogs und auch die eine oder andere Stellungnahme in den sozialen Medien. Nun habe ich damit begonnen, mir die interessanten Sachen aufzuheben, sozusagen sie in eine weitere Denkreisen-Schuhschachtel zu legen. In regelmäßigen Abständen werde ich diese Beiträge herauspicken und präsentieren und vielleicht etwas über die Gedanken dahinter erzählen oder die Abwesenheit von Gedanken. Davon kommt, glaube ich, auch einiges vor. Somit ist diese Reihe doch ein wenig mehr auf eine gewisse Interaktion mit euch ausgelegt und sie ist sichtlich herausfordernder. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Vorausgesetzt, jemand macht mit. Ich nähere mich nun tatsächlich einer 500-Abo-Marke, was zwar nichts ist im Vergleich mit irgendeinem hirnlos schwatzenden skandinavischen Gamer, aber in meinem bescheidenen Universum ist das durchaus ein großer Erfolg. Da kann ich zunehmend auch über Formate nachdenken, die mehr, wie man das auf Englisch sagt, engaging sind. Gleichzeitig will ich es knapp und knackig halten. Ich weiß ja, dass einige meiner Videos zu massiver Langatmigkeit tendieren. Hier versuche ich ein wenig entgegenzuwirken. Also legen wir mal los. Aber erstmal, um dem Titel gerecht zu werden, einen Schluck Kaffee. Ich möchte einen kolossalen Anfang machen und etwas vorlesen, das mit einem großen Paukenschlag daherkommt. Und zwar ist die Rede von dem wirklich großartigen Aufsatz von dem Politwissenschaftler Roland Benedikter, der auf heise.de erschienen ist. Und zwar unter dem Titel »Wie reden wir miteinander in Zeiten der Polarisierung?« Ihr wisst schon, Polarisierung, jenes Fremdwort, das ich hier in meinem Videokanal am häufigsten verwende. Ich will natürlich nicht den ganzen Artikel vorlesen, er ist übrigens recht lang, aber ich lese mal den Anfang. Also es geht los. Diskursethik in tief gespaltenen Gesellschaften, ein Kernaspekt für die Zukunft der Demokratie. Untertitel. Ein Kernaspekt der Diskussion um die Zukunft liberaler Demokratie ist, wie wir miteinander reden. Viele beklagen heute, dass das politische Gespräch immer schwieriger wird. Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Erstens sind es populistische Rhetoriken, die eine Wir-gegen-Sie-Logik salonfähiger machen. Sie schließen nicht nur andere Arten der Vernunft durch ihre Argumentation aus, sondern fordern auch ausdrücklich und aktiv zum Ausschluss auf. Zweitens ist es die Verunsicherung durch den Trend zu Meinungsmedien und die Blaseninformation sozialer Medien. Beide Blasen gefilterte Teilinformationen mittels großer Zahl einseitiger Meldungen, Texte und Medien zur einzigen Wahrheit auf, dem der Pluralität verblasst und alles nicht identische Misstrauen erweckt und Abgrenzung erfahren muss. Differenz wird hier zu Andersheit, der das Merkmal des Fremdartigen und Unverständlichen anhaftet. Der dritte Grund ist der steigende Einfluss politischer Korrektheit in der öffentlichen Rationalität sowie in Medien, Bildung und Eliten. Politische Korrektheit ist im Gegensatz zu den direkten, ja brachialen populistischen Rhetoriken, aber ähnlich wie die Blaseninformation sozialer Medien, ein Verdünnungselement indirekter und unterschwelliger Art, das subtiler, aber deshalb nicht weniger effizient wirkt. Politische Korrektheit führt zum Ausschlussmechanismen aus dem gemeinsamen öffentlichen Gespräch, die unterschwellig funktionieren, indem sie Moral und Humanität einseitig als menschliche Überlegenheit für sich vereinnahmen. Dieser Überlegenheit ist durch gegenseitige Argumentation in Sachfragen nicht beizukommen, da sie, meist unbewusst, manchmal auch bewusst, ein Meta-Element darstellen, das implizit absolut funktioniert und daher durch andere unhintergehbar ist. Diese drei Gründe wirken seit einigen Jahren immer stärker zusammen und verstärken sich gegenseitig. Um das verständlicher zu machen, schlüsselt Benedikter im darauffolgenden Abschnitt alle drei Phänomene genauer auf. Ich
lese also noch ein Stück weiter. Erstens, populistische Rhetoriken rebellieren in ihrer Argumentation gegen die angeblich universale politische Korrektheit der Medien, der Bildungseinrichtungen und der Eliten. Sie scheren sich wenig um den vernünftigen Dialog, wie ihn Jahrhunderte europäischer Ideen und Geistesgeschichte zäh unter vielen Opfern hervorgebracht haben, weil sie, zu Unrecht, den Dialog in offenen Gesellschaften prinzipiell als vereinnahmend und tendenziös brandmarken. Stichwort Lügenpresse. Damit diskreditieren sie, vielleicht auch nur teilweise oder nicht bewusst, das Prinzip des Dialogs an sich mit unabsehbaren Folgen. Zweitens, politische Korrektheit dagegen sorgt sich im Gegenzug eben mit Hinweis auf populistische Narrative und Diskurse um Benehmen, Argumentationslogik und Sprache. Sie schüttet dabei das Kind mit dem Bade aus, sie kämpft mit moralisch erhobenem Zeigefinger und einem wiederauflebenden Betroffenheitskult, nicht nur gegen die Populisten, sondern auch gegen traditionelle Akteure offener Gesellschaften. Dabei bewegt sie sich hart an der Grenze zur Sprachpolizei, die offenen Gesellschaften an sich fremd sein sollte. Und drittens, die Blasenlogik sozialer Medien füttert beide, indem sie beide bedient und sich gleichzeitig von beiden abzugrenzen sucht. Bislang mit wenig Erfolg. Wir haben also die toxische Wechselwirkung aus populistischen Rhetoriken, eine übertriebene politische Korrektheit und die oft weltfremde Blasenlogik sozialer Medien. Der Artikel behandelt alle drei Problemzonen umfangreich. Das ist ein durchaus längerer Aufsatz, für den man sich Zeit und Kaffee nehmen sollte. Ich möchte mich an dieser Stelle nur mit dem leidigen Thema politische Korrektheit auseinandersetzen. Darüber schreibt Roland Benedikter weiter unten, dass die politische Korrektheit stark linkslastige Züge angenommen hat und dabei sogar von ehemals mittekonservativen Parteien versorgt wird, weil diese deren Vorherrschaft fürchten und sich ihren Diskursnormen immer stärker angeschlossen haben. Darunter vor allem im Gefolge der Migrationskrise in Deutschland stellt die Forderung in den Raum, das gesamte Spektrum der Demokratie zu schützen und nicht nur einen Teil davon als legitim zu behaupten. Demokratie lebt eben genau davon, dass es das gesamte Spektrum zwischen links und rechts im Rahmen gewisser Spielregeln gibt und dass das gesamte Spektrum legitim einbezogen wird. Wenn das nicht der Fall ist, geht Demokratie zugrunde, beziehungsweise ist es keine Demokratie mehr. Das hat im Juni 2019 sogar der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hervorgehoben. Und hier wird ein Text aus Die Welt zitiert. Gauck für mehr Toleranz nach rechts. Der frühere Bundespräsident Deutschlands Gauck hat sich für eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts ausgesprochen. Toleranz fordere, nicht jeden, der schwer konservativ ist, für eine Gefahr für die Demokratie zu halten und aus dem demokratischen Spiel am liebsten hinauszudrängen, sagt Gauck dem Magazin Spiegel. Man müsste zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Gauck fordere in diesem Zusammenhang die CDU auf, sie solle für Konservative wieder Heimat werden. Das Thema Flüchtlinge habe die Regierung nicht ausreichend versorgt. Und ich kann dem nur zustimmen. Und dabei bitte ich zu bedenken, dass ihr vermutlich kaum jemandem begegnen könntet, der sich weniger aus Heimatklüngelei, Patriotismus und Nationalstolz macht wie ich. Ich lebe ohne Abstriche nach dem Oscar Wilde-Zitat: Patriotismus ist eine Tugend der Schurken. Na gut, ich drücke manchmal eine Träne ein, wenn ich alte Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen von Emil Satopek bei den Olympischen Spielen in Helsinki sehe. Aber das ist dann auch schon alles. Und doch kann ich den obigen Ausführungen nur zustimmen. Was da gegenwärtig in Deutschland passiert, ist eine Schande. Und ich meine damit nicht die Erfolge der Rechten. Ich meine damit den tölpelhaften Umgang der linken Kräfte mit diesem Thema, das hirnrissige, extrem kontraproduktive Sachsen-Bashing, das unzählige Leute aus dem Westen ständig betreiben, die Fahrlässigkeit deutscher Spitzenpolitiker, eine massive, destruktive Polarisierung dieses Landes zuzulassen, auch noch eine Polarisierung in eine altbackene, de facto langweilige Achse aus links und rechts. Und die Unfähigkeit der linken Parteien, das Thema für sich zu gewinnen, ohne den Marginalisierten dieses Landes auf die Zehen zu treten. Einzig Sarah Wagenknecht hat einen Versuch unternommen, das Thema in einer rationalen Weise für die Linke zu gewinnen und sie wurde dafür aus der Partei rausgeekelt. Erbärmliche Leistung seitens der Linken in den letzten Jahren. Wir waren lange Zeit verwöhnt, denn alles Konservative kam aus der wohlbetuchten Münchner Staatskanzlei.
Damit ist es nun vorbei. Das Konservative hat die Straße erreicht und das kann wirklich in alle Richtungen weitergehen. Und damit hängt das andere Problem zusammen, das in diesem Artikel von Roland Benedikt am Ende angeschnitten wird, und zwar die Diskussionskultur, die nun vorherrscht, wenn wir uns mit dem Thema Islam auseinandersetzen. Ich lasse da mal Benedikt dazu Wort. Auf der anderen Seite häufen sich in besorgniserregender Weise Phänomene der Intoleranz, die unter dem Deckmantel der Diskurspolizei politische Korrektheit in offenen Gesellschaften so auszulegen versuchen, dass sie eine bestimmte Gruppe gegen andere durchdrücken. Sie wollen erreichen, dass es Toleranz gegenüber Intoleranz und Freiheit für die Gegner der Freiheit geben soll. Ihre Akteure wollen mittels selbsterklärter Sprachpolizei die freie Rede so einschränken, in vielen Fällen sogar ganz ausschalten, indem sie mittlerweile sogar universitäre Debatten zu verhindern suchen, dass damit die Feinde der offenen Gesellschaft gestärkt werden. Und den jüngsten Beispielen, die sich vor allem in Deutschland mit seiner überzogenen Toleranz als Kompensation der Geschichte des 20. Jahrhunderts besorgniserregend häufen, ist der Fall der Kopftuchdebatte an der Universität Frankfurt am Main im Mai 2019. Und hier wird ein Spiegelartikel zitiert. Vor einer am 8. Mai stattfindenden Konferenz mit dem Titel „Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ ist an der Goethe-Universität Frankfurt eine Debatte über Redefreiheit ausgebrochen. Eine Gruppe forderte online die Organisation der Veranstaltung, die Ethnologieprofessorin Susanne Schröter ihres Amtes zu entheben und die Konferenz abzusagen. Die Konferenz wird ausgerichtet vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, FFGI, dessen Leiterin Schröter ist. Auf der Rednerliste finden sich unter anderem Emma-Gründerin Alice Schwarzer, die deutsch-türkische Frauenrechtlerin und Soziologin Necla Kelek als Vorstandsfrau von Terre des Femmes und die Journalistin Kola Mariam Hübsch, die sich gegen ein Kopftuchverbot ausspricht. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministers für Soziales und Integration. Die Gegner der Konferenz, die sich als Studierende der Uni Frankfurt ausgeben, schrieben unter dem Namen Uni gegen AMR, kein Platz für antimuslimischen Rassismus, via Instagram unter dem Schlagwort Hashtag Schröter raus. Gerade heute mit der steigenden Salonfähigkeit von Rechtspopulismus werden in Deutschland Menschen, die das Kopftuch tragen, Opfer von rechter Gewalt und Rassismus. Diese Rechtspopulisten würden durch die Konferenz Zuspruch erhalten. Der Account ist mittlerweile nicht mehr zugänglich. Soweit Roland Benedikter und der Spiegel. Ich finde die Kopftuchdebatte wichtig, aber es ist keine Debatte, wo ich es mir einfach mache. Erstens, ich habe ein grundsätzliches Problem mit jeglichen Verboten. Ein Verbot ist nur ein Ausdruck dessen, dass wir woanders versagt haben. Ich sage nicht, es darf keine Verbote geben. Natürlich brauchen wir gesetzliche Verbote, weil der Homo sapiens in erster Linie ein Idiot ist. Aber das kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass ein Verbot erstmal die Reflexion eines tiefer sitzenden kollektiven Versagens ist. Doch das mal beiseite. Ich finde es grundsätzlich problematisch, Kleidungsstücke zu verbieten. Somit ist der Begriff Kopftuch vermutlich etwas irreführend. Gegenwärtig findet ja eine Debatte statt, die sich um das Kopftuchverbot bei Kindern dreht. Erstmal möchte man da denken, dass das nicht das Ende der Welt ist, wenn die Eltern dem Kind vor der Schule irgendein Kopftuch umbinden. Aber der Begriff Kopftuch ist da ein wenig irreführend. Denn wenn muslimische Mädchen das tragen, ist das dieses lange Tuch, das den gesamten Kopf wie so eine Mumie einhüllt und nur das Gesicht frei lässt. Was in der Tat eine Art von Isolation ist, die psychologisch nicht gut sein kann. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das hygienisch ist. Die Haut sollte besser atmen können. Das ist also schon etwas, das ich gerade in Bezug auf Kinder nicht gutheißen kann, denn das Motiv, die Kinder derartig einzuhüllen, ist gänzlich ideologisch und identitätsgetrieben. Bei erwachsenen Frauen reden sich die Moslems ein, dass das vor allem die Frau vor den lüsternen Blicken anderer Männer schützen soll. Auf kleine Kinder projiziert man solche Vorstellungen normalerweise gar nicht. Wenn das also zunehmend heute auftaucht, so ist es oft einfach nur ein kulturspezifisches Statement der Eltern. Das ist unsere Kultur, unser Wertesystem, unsere Tradition. Das muss nicht immer einen salafistischen Unterbau haben, aber der Vorwurf hier lautet, dass hier ein ideologisches Paradigma dem Kind, das hier keine Entscheidungsfreiheit hat, übergestülpt wird, wortwörtlich. Aber hier ist das Problem. Denn hinter dem Vorhang wird in Wirklichkeit ja ein ganz anderer Kampf ausgetragen. Und jetzt kommen wir natürlich zu Friedrich Merz, der in 2000 den Begriff Leitkultur salonfähig machte. Der Gedankengang hier ist, wenn wir hier eine christlich-jüdische Kultur haben, die mit dem Islam zwar anhand
sozioökonomischer Realitäten ein Nebeneinander finden muss, jedoch damit eigentlich unvereinbar ist, dann wäre auch okay, gewisse grundgesetzliche Mauern niederzureißen und verfassungsrechtlich Moslems anders zu behandeln als Christen. Und das ist ein riesiges Problem, das da aus dem rechten Spektrum angebohrt wird. Ich möchte an dieser Stelle eine Facebook-Stellungnahme von Vernunfttrigger vorlesen. Vernunfttrigger ist ein neuer YouTube-Kanal, den ich empfehlen kann. Abonniert ihn doch mal, da sind ein paar gute Videos zu aktuellen Themen da. Oft deutlich kohärenter ausgearbeitet, als wenn ich es mache. Ich poste ja mal den Link zu dem Kanal vielleicht unter das Video. Ich zitiere hier also Vernunftträger aus Facebook. Wenn eine erwachsene Person aus freien Stücken ein religiöses Symbol tragen möchte, ist das ihre freie Entscheidung. Anders sieht das bei Kindern aus. Kleinkinder haben nicht die Möglichkeit, sich frei für eine Religion zu entscheiden. Die meisten werden, so wie auch ich, in eine Religion hineingeboren. Eine Erlaubnis wird nicht eingeholt. In einem besonders konservativen Rahmen haben viele Kinder auch keine Chance, sich während ihrer Entwicklung ihre eigene religiöse Meinung zu bilden bzw. diese auszuleben. In diesem Land wird beispielsweise heftig diskutiert, ob man Kinder nicht schon deutlich unter 18 Jahren zu Wahlen zulässt. Auf dieser Ebene wird ihnen oft nicht viel zugetraut, aber die Wahl einer Religion soll problemlos schon weit früher möglich sein. Sehr merkwürdig. Ein Problem, Kinder werden beispielsweise in Deutschland sehr früh getauft, ohne ihre Erlaubnis. Damit empfangen sie ein Sakrament, das im Prinzip durch die Kirche nicht rückgängig gemacht werden kann. Wer sich tatsächlich später einmal für eine andere Religion entscheiden möchte, ist somit bereits vorbelastet, auch wenn man sich im Prinzip freikaufen kann. Wir leben in einer Zeit, in der darüber diskutiert wird, ob man Babys überhaupt, ohne sie vorher zu fragen oder zumindest anzukündigen, wickeln darf oder wickeln sollte. Es wird darüber diskutiert, ob man Fotos seiner Kinder in den sozialen Medien posten darf oder sollte. Wenige aber möchten darüber diskutieren, ob es überhaupt richtig ist, dass Kinder in Religionen und Religionsgemeinschaften hineingeboren werden. Schließlich war das ja schon immer so. Ich sehe hier eindeutig das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit verletzt, Artikel 2 Absatz 1. Es gibt keine Notwendigkeit dazu, Kinder automatisch in eine Religion oder Religionsgemeinschaft einzutragen. Trotzdem können sie in einem religiösen Umfeld aufwachsen. Eine Teilnahme ist auch ohne direkte Zugehörigkeit problemlos möglich, aber eben ohne religiöse Elemente wie Taufe, Beschneidung, Konfirmation und so weiter. Alles das kann jeder Erwachsene problemlos später für sich in Anspruch nehmen. Mit seiner Zustimmung. Dass Religionen bzw. religiösen Institutionen gewährt wird, diese Dinge ohne die Zustimmung der Betroffenen durchzuführen, ist meiner Meinung nach bereits ein Verbrechen. Gerade weil keine Notwendigkeit dazu besteht. Wer nun glaubt, dass niemand außerhalb einer Familie in die Erziehung der Kinder eingreifen darf und Eltern mit ihren Kindern machen können, was sie wollen, der irrt. Wir leben in einer Gesellschaft, daher achten wir insbesondere auf unsere Kinder. Das tut auch der Staat. So kann dieser notfalls eingreifen, wenn Kinder in jeglicher Sicht misshandelt werden. Ja, das gilt beispielsweise auch dann, wenn Eltern aufgrund ihrer Überzeugung das Kind nach bestimmten Vorstellungen ernähren. Sollte das Kind dadurch Schaden nehmen, wird der Staat, also die Gesellschaft, eingreifen. Außerdem haben wir alle in dieser Gesellschaft die Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, wenn Kinder, aber auch Erwachsene, misshandelt werden oder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen werden. Daher bin ich persönlich dafür, eine automatische Aufnahme von Kindern in eine Religionsgemeinschaft zu verbieten. Sie sollen sich später frei entscheiden können, ob und welcher Religion sie angehören wollen. Schließlich wird auch kein Kind in eine politische Partei hineingeboren, auch wenn die Eltern politisch aktiv oder Parteimitglieder sind. Wir benötigen dringend eine Diskussion. Das bedeutet aber nicht, dass wir Kinder, Erwachsene und deren Religion diskriminieren können. Soweit also Vernunftträger in einem großartigen Statement. Da wird allerdings deutlich, warum es einigen Elementen in unserer Gesellschaft so wichtig ist, dass da eine ideologische Trennwand gefahren wird zwischen Christen und Moslems, warum irgendwo in Dresden seit 5 Jahren Leute jede Woche gegen die Islamisierung marschieren gehen, obwohl die meisten von ihnen noch nie einen Moslem aus der Nähe gesehen haben, und warum es so wichtig erscheint, diese eher nichtig anmutende Demonstration am Leben zu erhalten. Denn sonst ist es wirklich leicht, den Spieß umzudrehen und zu argumentieren, dass sämtliche Ideen, die dazu führen sollen, legislativ Moslems um ihre Rechte zu beschneiden, nicht im Einklang mit der Verfassung sind, da man sonst dieselben Ansprüche an die Christen stellen müsste, was hier niemandem gefallen würde. Zumindest ist es schwer vorstellbar, dass hier demnächst ein Tauf- oder Konfirmationsverbot ausgesprochen wird.
Es ist also ein schwer zu lösendes Dilemma und ich kann nicht behaupten, hierbei die Lösung zu kennen. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von Verboten, doch ich finde diese Kopftuchmädchen aus den bereits genannten Gründen falsch. Auch wenn mich dieses Problem nicht so sehr auf den Plan ruft, wie zum Beispiel der Anspruch gewisser muslimischer und jüdischer Männer, hier in Deutschland Frauen nicht die Hand geben zu müssen. Da ist meine Haltung deutlich aggressiver. Es wird aber deutlich, wie sehr dieses Thema instrumentalisierbar ist für alle drei Begriffe, die Roland Benedicta in seinem großartigen Artikel beschreibt. Zur Wiederholung, populistische Rhetoriken, politische Korrektheit und Blasenlogik sozialer Medien. Die Kopftuchdebatte passt da perfekt hinein. Bei dem letzten Abschnitt, den ich aus dem Benedicta-Artikel vorgelesen hatte, spricht der Autor von der Konferenz mit dem Titel „Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung“ an der Goethe-Universität Frankfurt. Da ist ja damals um die Ethnologieprofessorin Susanne Schröter ein ganzer Shitstorm ausgebrochen. Der Sachverhalt allein hat mich zu einem Fan von Susanne Schröter gemacht. Ich möchte mich mit diesem ganzen Zwischenfall in der nächsten Folge beschäftigen, denn ich will einzelne Episoden nicht so ausufernd lang machen. Also, macht's gut und ich bastle jetzt schon mal an der Fortsetzung. Bis dann.